Beinahe täglich lesen wir von den vermeintlichen oder den wirklichen Schwächen der Großen des Showgeschäfts. Beckenbauers neue Liebe, Boris neue Freundin, Wussows einsame Gattin oder Gottschalks durch diverse Liebschaften zerrüttete Ehe. Die Dementis sind dann meist schwach, der Widerstand der Betroffenen lässt sehr schnell nach und gegen mächtige Verlagshäuser ist er dann umso seltener. Einem ist das Ganze buchstäblich zu bunt geworden. Seine Geschichte über eine angeblich zerrüttete Ehe, und Thea, seine Frau, hütet das Haus, die war ihm schlichtweg zu blöde. Hier ist Thomas Gottschalk, Thea ist heute wirklich zu Hause. Hier haben wir die Abendzeitung, die hier in München erscheint, von morgen. Schlagzeile können Sie selber lesen. Thomas, warum? Ja. Warum? Warum? Kannst du dir eigentlich vorstellen, dass mir bei so einer Aktion selber etwas mulmig ist? Ich bin bestimmt nicht zum Protester geboren. Ich bin kein Michael Kohlhaas. Ich bin so ein krankhafter Harmoniemensch und denke immer, in meinem Beruf kann man sich so eine Blauäugigkeit leisten. Die Leute mögen mich, ich mag die Leute. Kann mir eigentlich nichts passieren. Und ich merke so plötzlich, dass sich um mich eine Schlinge zuzieht. Vielleicht bin ich auch selber schuld, vielleicht habe ich die selber gelegt, aber es ist sehr schwer zu schildern, wenn man nicht selber betroffen ist. Ich will es mal vielleicht an zwei Beispielen versuchen. Ich bin jetzt seit April mit meiner Frau und meinem Kind in Amerika. Ich habe ja nun sehr viel gemacht. Die Leute haben gesagt, Mensch Gottschalk, wohin man tritt, da guckst du aus der Ritze, hau mal ab für mehrere Zeit. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich also nach Amerika dünne gemacht und war da wunschlos glücklich und habe dann plötzlich ein Häuschen gesehen. Aber Menschenskinder, das war so ein kleines und der Dollar war gerade günstig. Hat meine Frau gesagt, das wäre toll. Sagt die, du spinnst, du in München kriege ich keine neuen Geschirrtücher und hier willst du ein Haus kaufen. Ich sage, na, also es wäre doch wunderbar. Und hab ihr dieses Haus eingeredet. Sagt sie also in Gottes Namen, machen wir. Gut, wir waren uns also einig. Es ist also weder ein Hollywood noch es ist ein Superhaus. Es ist aber es ist hübsch, toll. Und dann habe ich gesagt, machen wir. Thea musste für 3 Tage nach Deutschland wegen ihrem Laden. Und mich ruft der Makler und sagt, Mr. Gottschalk, die sprechen mich da so aus. Mr. Gottschalk, Sie müssen sich jetzt ranhalten, weil ein anderer ist auch an dem Haus interessiert. Habe ich gesagt, okay, schlage ich zu, mache ich, wo muss ich unterschreiben? Sagt er, nee, Ihre Frau muss mit unterschreiben, sonst gehört es Ihnen alleine. Und er sagt, das ist mir wurscht, weil mein Auto gehört auch mir alleine, meine Frau fährt da mit, also das ist kein Problem. Sagt er, nee, dann muss, wenn Ihre Frau zurückkommt, dann muss die beim Notar drauf verzichten. Habe ich gesagt, das, Mann, das erzähle ich ja schon, also her mit dem Haus, bevor es ein anderer nimmt. Nun habe ich also dieses Ding unterschrieben und plötzlich erfahre ich, dass dieses Dokument, das also das Haus jetzt mir gehört, nächste Woche von irgendeiner deutschen Illustrierten als Beweis, als weiterer Beweis für meine zerrüttete Ehe auf den Markt gebracht wird. Das Ding, habe ich gedacht, liegt bei irgendeinem Anwalt in Los Angeles oder bei einem Makler. Hat überhaupt nichts mit Fernsehen zu tun. Das ist nun plötzlich etwas für die Leute. Oder, während ich in Amerika bin, kommt irgendeine Zeitung auf die Idee, dem deutschen Publikum vorzuwählen, was in meinen Müllkübeln drin ist. Die haben also meine Müllkübel ausgeleert und haben das fotografiert, um also zu beweisen, was das da Gottschalk frisst nur fertig Nudeln. Jetzt hat aber, nein, oder weil Thea nicht mehr kocht, muss er fertig Nudeln fressen. Nun hat aber in dieser Zeit ein Freund in meinem Haus gewohnt. Ich bin in Amerika. Und der frisst die. Ja, wahrscheinlich, das muss ich mal sagen. Jetzt muss ich mich wahrscheinlich noch für die Nudeln von meinem Freund entschuldigen. Und dann sagst du irgendwann, spinn eigentlich ich oder spinn die? Was hat das mit meinem Beruf zu tun? Wo ich mit wem welche Häuser kaufe und welche Nudeln mein Freund frisst. Und das fängt mich an zu nerven. Auf der anderen Seite bist du natürlich das, was man im juristischen Sinne eine Person der Zeitgeschichte nennt. Das heißt, dass man beim Herrn Müller nicht nachschaut, welche Nudeln der isst, ist eine ganz andere Geschichte, sondern man schaut bei dir nach und du musst dir das, so sagen viele andere, auch gefallen lassen, weil du eben nicht irgendwer bist. Du bist Thomas Gottschalk, du hast auch Vorteile davon, dass du prominent bist, also müsstest du auch aushalten, dass jemand nach deinen Nudeln schaut. Ja, und da pass auf, da habe ich folgende Philosophie. Ich sage, ich bin eine öffentliche Person auf verschiedenen Ebenen. Wenn ich jetzt auf der Leopoldstraße fremde Frauen in Hintern zwicke, mir eine Pappnase aufsetze und erwischt werde, dann müssen die mich anders als Herrn Müller abwatschen, weil ich der Gottschalk aus dem Fernsehen bin und eine Vorbildfunktion habe. Wenn ich am Samstagabend im Fernsehen stehe, um 20.15 Uhr, und was mir auch passiert ist, eine ältere Dame beleidige, selbstverständlich muss die Presse oder wer auch immer die Nation sagen, Gottschalk, so geht's nicht. Ich sage halt, bin ich im Fernsehen,
bin ich öffentlich. Eine Kritik. Ich habe schon mit vielen Leuten mich rumgestritten, weil ich gesagt habe, oh, ich war nicht so schlecht, wie ihr geschrieben habt. Aber ich würde deswegen keine Preise zurückgeben. Das ist mein Beruf. Wenn ich den Mut habe, mich am Samstagabend hinzustellen und das Maul aufzureißen, muss ich mich auch dafür prügeln lassen, wenn ich Unsinn erzähle. Aber am Samstagabend, 22 Uhr, ist Schluss. Und ich bin der Meinung, die Leute sollen mich mögen, weil die Sendung gut ist und nicht, weil ich einen niedlichen Sohn habe oder weil ich meine Frau oder Brigitte Nielsen oder wen auch immer küsse. Das geht kein Schwein was an, behaupte ich mal. Weißt du, ich will mich natürlich hier auch jetzt nicht zum Helden hochstilisieren und morgen kommen die und sagen, Gottschalk, jetzt aber eine wieder drauf, jetzt wieder zurück. Wenn das jetzt so losgeht, mir ist das Ganze wirklich, ich würde lieber mit meiner Frau und meiner glücklichen Ehe zu Hause sitzen und mich jetzt hier, als mich hier verteidigen zu müssen. Das ist das große Ding. Ich habe immer das Gefühl, ich muss mich verteidigen. Ich kaufe die Zeitung und die Zeitungsfrau... Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Ich meine, man könnte doch im Grunde sagen, wenn alle hier auch sich einig sind, naja, das wird schon ohnehin nicht stimmen oder selbst wenn es stimmt, mich geht es ja eigentlich nichts an. Was stört dich dann so? Könntest du nicht einfach zusammen mit deiner Frau sagen, mir ist das doch wurscht, was die Tiroler schreiben? Eben. Also ich sage, meine Ehe geht mich und meine Frau was an und wir sind uns im Klaren. Und also damit alle wissen, wir lassen es nicht scheiden. Ich kann jetzt auch gar nicht mehr. Aber es ist halt einfach die Situation, dass du irgendwo doch immer in so einen Verteidigungsdrang gerätst. Einerseits sage ich immer, es geht keinem was an. Jetzt vorher ruft mich wieder einer an. Ja, haben Sie Ihre Frau noch mal betrogen? Nur will ich immer anfangen. Sag ich, es geht niemandem was an. Und ich interessiere mich nicht, ob der Verleger oder der Zeitungsmensch, was der in seiner Privatatmosphäre macht. Und nur sagen die mir natürlich auch immer, nur stell dich doch nicht so dumm. Nur sei doch nicht so blauäugig. Natürlich weißt du, dass die Leute interessiert. Nur, wenn ich die Kellertreppe runterfalle, ist es interessanter, als wenn irgendein anderer die Treppe runterfällt. Es tut mir aber an den gleichen Stellen weh. Es ist das gleiche Problem und... Meine Frau sagt auch, du weißt, dass seit 5 Jahren der Schrubber da steht. Also, es ist nichts anderes, eine Ehe von einem Showmenschen. Die ist nicht leichter und nicht schwerer zu finden als 1000 andere Ehen auch. Ich gucke der Nielsen den Ausschnitt und der Herr Müller guckt seiner Nachbarin den Ausschnitt. Ja, mein Gott, aber das habe ich mit Thea auszumachen und mit der bin ich im Klaren. Und ich möchte auch dann hinterher nichts mehr dazu sagen, weil ich gerade schon wieder so in das Gefühl, alle müssen es wissen und ich bin noch in Ordnung und tut mir bitte nicht weh. Aber ich sehe natürlich jetzt schon irgendwo stehen sie alle und hinterher sagen sie mir, muss ich wieder erklären und machen. Aber ich bitte ein einziges, das gilt natürlich auch für andere. Ich kann mir vorstellen, der Frank oder der Karel oder wie sie alle heißen, gut, da heißt, die haben ein schlechtes Gewissen, die Säcke, dann tauchen sie weg. Aber man soll sich doch mal hüten davor zu sagen, der Typ verdient einen Haufen Kohle, also muss er sich auch watschen lassen. Das hat nichts damit zu tun. Du hast am Anfang gesagt, dass du unter Umständen die Schlinge, die sich jetzt langsam deinen Kopf zuzieht, unter Umständen selbst gelegt hast. Es ist ja so, ihr lebt da im Grunde in einer Symbiose, also in einer Lebensgemeinschaft. Ja. Du brauchst im Grunde die Illustrierten. Es ist toll, wenn die was Positives über dich schreiben. Steigert deine Popularität, nützt dir. Ja. Die brauchen dich auf der anderen Seite auch, weil ohne Prominente verkauft sich das Blatt nicht so gut. Musst du demzufolge nicht auch irgendwann mal damit rechnen, wenn die 10-mal sagen, Gottschalk ist der Größte, dass sie dich irgendwann noch mal fertig machen? Natürlich muss ich damit rechnen, aber ich sage, wenn es beruflich passiert, ist es mein Schicksal. Wenn ich in meinen Sendungen schwächer werde, dann lasse ich mich, dann sollen die schreien, holt Frank wieder. Das habe ich alles mitgemacht. Da bin ich zwar, sitze ich zu Hause und ziehe einen Flunsch, aber ich kann mich nicht beschweren. Ich kann keine Preise zurückgeben, aber wenn die mir sagen, Gottschalk macht hier und macht da und macht dies und macht das, dann sage ich immer, es geht keinen Menschen etwas an. Das geht mich und meine Privatatmosphäre etwas an. Und wenn ich dem deutschen Volk mitzuteilen habe, dass ich mich scheiden lasse, werde ich das schon tun. Aber bis es soweit ist, sollen sie mich in Ruhe lassen. Nehmen wir mal ein Beispiel. In Amerika gibt es ja diesen Prediger Jimmy Swaggart. Ja. Und der Mann hat also immer erzählt, Freunde immer nur mit der eigenen Frau und nie irgendwas anderes. Und ist dann mal erwischt worden in irgendeinem Motel mit irgendeiner Dame des horizontalen Gewerbes. Dann ist er heulend im Fernsehen gestanden und er war dann zumindest eine Zeit lang weg von der Bildfläche. Hat es den nicht im Grunde auch getroffen? Der Mann ist Fernsehprediger. Ich mache Wetten, das und Telefonzellen auf Nudeln. Ich meine, das ist, glaube ich, der Unterschied. Eine Geschichte. Man hört immer von Wahnsinnssummen, die im Gespräch sind, wenn solche Geschichten irgendwie hin und her geschoben werden, womöglich noch mit den entsprechenden Fotos. Beispielsweise war von dir bekannt, dass lange, lange Zeit überhaupt kein Foto von deiner Familie, vor allen Dingen mit deinem Sohn zusammen, abgedruckt war. Auf einmal war das da.
Wo kommt das dann her? Sagst du, okay, jetzt mache ich es irgendwann, ja, um euch einen Gefallen zu tun? Es ist so, dass ich lebe ja nicht im luftleeren Raum. Wenn sie Lady Di und Prinz Charles den Vater hauen, dann machen die einen Buckingham-Palast zu und dann rein, weil sie erschießen sind. Ich lebe ja nun irgendwo. Mein Sohn geht in den Kindergarten. Ich lebe. Irgendwann fotografieren sie mich sowieso, wenn ich mit dem beim Pony reiten bin. Also sage ich, dann lasse ich ihn lieber einmal fotografieren, weil die ersten Zeitungen schon gesagt haben, warum versteckt Gottschalk seinen Sohn? Hat er vielleicht Blumenkohlohren oder was? Und ich habe einfach halt Angst davor, dass das Ganze weitergeht. Die werden beim nächsten Mal wieder schreiben, jetzt ist Gottschalk wieder toll. Und plötzlich schreiben sie, aber sein Sohn ist ein Depp. Und es ist halt, ich bin halt in einem Beruf, wo mich eigentlich jeder ein Depp schimpfen kann. Da kann ich mich nicht beschweren in der Zeitung. Nur, ich sage halt, mein Beruf, den stelle ich zur Disposition. Wenn ich gut bin, liebt mich. Wenn ich schlecht bin, haut mich in die Pfanne. Aber lasst mich privat in Frieden. Hättest du eine Möglichkeit, überhaupt nichts zu sagen? Also beispielsweise so ein Typ wie Otto. Über den Mann steht praktisch so gut wie nie was in der Zeitung. Der guck dir Otto, weg. Wenn Otto bei Brigitte Nielsen kommt, da ist das natürlich kein Problem. Aber ich meine, es ist also... Na, es ist. Nein. Ich muss sagen, Ich bewundere das natürlich und ich denke, wie macht das der Otto? Der Otto ist in der Zeitung, wenn er es braucht und nicht, wann die Presse sich dafür entscheidet. Ich weiß nicht. Mich haben die halt auch so hochgelobt. Ich war immer so ein nettes Kerlchen, bin blond und hab so einen Schwiegersohn-Charakter und ich finde mich auch ganz in Ordnung. Und plötzlich heißt, also gelobt haben wir ihn genug, man muss ja gewahrt werden. Die loben mich auch irgendwann mal wieder. Aber da bin ich schon mit Nerven runter vielleicht. Ja, was ist dazu zu sagen? Nee, aber eines Tages, was mich tröstet, wenn ich die Sache hinschmeiße, ich weiß, es gibt einen, der Wetten, das wirklich in die Hand nehmen kann. Ich habe dich jetzt beobachtet, du bist soweit, Günther. Also du bist der Nächste. Vielen Dank, das ist dann die Schlagzeile von morgen. Danke dir. Und das ganze Ding würde ja nicht funktionieren, wenn das hier auch keiner kaufen würde. Dass es jeder kauft, ich verstehe es ja auch irgendwie, aber... Das wäre unter Umständen auch eine Möglichkeit, ohne dass wir einen Boykott aufrufen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wenn es keiner mehr liest, dann schreibt es auch keiner mehr. Ja, ja, klar. Was soll ich machen? Okay. Oder du wirst Verleger. Alles klar. Gruß an Thea und an das Haus, das sie hütet. Dankeschön. Darf ich von allen grüßen, ja? Danke, der Thomas. Wir hatten natürlich den Chef des Verlages eingeladen. Wir hatten den Chefredakteur des entsprechenden Blattes eingeladen. Sie beide wollten nicht hier hinkommen und mit Thomas über die ganze Geschichte reden. Bereit war nur derjenige, der diesen Artikel geschrieben hat. Und da wiederum hat Thomas gesagt, nein, mit dem jetzt nicht mehr an einen Tisch. Das nur als Nachtrag. Und